Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Story of Seasons, A Wonderful Life. Guten Morgen, Mama Silke. Hör mal, ich möchte singen. Na, dann singe doch. Und so wie ich das sehe, regnet das draußen heute. Das heißt, wir kommen sogar ums Gießen, umher. Wir brauchen nicht gießen. Sehr gut. Wir bekommen aber ein paar Weintrauben. Müssen natürlich hier nochmal ein paar Mal schütteln. So, das war's. Bananen haben wir nicht. Da haben wir nichts. Aber Äpfel können wir. Und Pfirsiche können wir, glaube ich, auch runterschütteln. Sehr gut. Aber heute brauchen wir nicht gießen. Das heißt, wir bekommen. Oh, wir haben sogar zwei Apfelbäume hier. So wie ich das sehe. Das ist aber gar nicht so schlimm. Eine Melone können wir rausziehen. Und ich glaube, das hier war doch, glaube ich, auch für ein 16 Äpfel. Sehr schön. Das war auch vom Herbst, genau. Das heißt, hier können wir eben so ein Ding pflanzen. Und hier ist sowieso noch nichts fertig, weil ich hatte ja Tomaten angepflanzt, ne? Aber hier gibt es noch einen Pilz hier hinten. Samen für Melonen, die sollten bald sprießen, alles klar. Den Pilz nehmen wir mit, die Melone haben wir auch, die können wir wie gesagt verkaufen. Dann kann ich auf jeden Fall zu meiner Kuh gehen und mir ein bisschen Milch holen, die ich diesmal auch verkaufen kann. So, sehr schön. Goldene Milch. Die Schafe sind, glaube ich, noch nicht bereit. 1, 2, 3, 4 mal Futter brauchen wir. Einmal da hineingeben. Einmal da hineingeben. Ja, ich weiß, du siehst zufrieden aus. Mann, ich will dich wegschieben, komm. Kann ich nicht von hinten schieben? Ja, komm, geh weg, ja. Ich will da Futter draufpacken. Sehr schön. Hätte vielleicht sogar Kraftfutter reinpacken können. Und wir kriegen auf jeden Fall heute 20.000. Jetzt ist. Hat sogar der Regen aufgehört. Nicht gut. Aber egal. Mal, die geben wir mit weg. Die geben wir mit weg. Die Melone und die Milch geben wir mit weg. Das sind immerhin 2.800. Das kann ich euch sogar rauslassen. Ist auch nicht verkehrt. Kann ich gleich mal schauen, wie es mit dem Futter bei euch hier drin aussieht. Ja, komm. Ich gebe mal was hinein. Ihr könnt sogar ein Ei wieder draufsetzen. Bräuchte ich natürlich. Na gut, dann könnt ihr auch raus. Dann fresst ihr euer Futter nicht. Blumen bekomme ich vielleicht auch wieder. Gießen muss ich jetzt nicht hier hinten. Na gut, da gucke ich vielleicht später nochmal. Wachsen tut alles hier sehr schön. Energie habe ich heute noch. Ich weiß nicht, ob es wieder mal Zeit ist, um Blumen zu pflücken, beziehungsweise vielleicht sollten wir ein bisschen buddeln gehen. Wir schauen erstmal. Blümchen? Keine Blümchen, aber zumindest ist dort hinten ein Pilz gewachsen. Den nehmen wir mit. Den brauchen wir für uns und du freust dich auch. Du willst bestimmt wieder irgendwann Geld für mich haben, Geld von mir haben, damit du hier zu deiner Kokosnussinsel fahren kannst. Ja, ich weiß. Ich müsste mit den Leuten alle reden. Ich bin da nicht so, dass ich dann hier mit allen möglichen Leuten rede. Oh, guck mal, hier gibt's Blumen wieder. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Pflücke mal in eurem Garten ein paar Blumen, ne? Das ist, glaube ich, nicht so schlimm, oder? Ihr habt damit eh nichts. Ihr könnt mit den Blumen eh nichts anfangen. Das ist, alles meins zum Verkaufen. Bringt Geld. So, hier wächst nichts im Herbst. Schade eigentlich. Ich weiß noch nicht, ob wir eine Vogelscheuche brauchen.
Was ich natürlich gebrauchen könnte, wäre auf jeden Fall so ein wäre auf jeden Fall so ein automatischen Sprinkler, aber ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt Sprinkler gibt. Ich glaube, Sprinkler gibt es nicht. Also wir müssen wahrscheinlich immer wirklich selber gießen. Und ja, das wird auf jeden Fall heftig werden. Ah, hier gibt es auch nichts weiter. Schade eigentlich. Aber vielleicht wächst ja beim See was. Ja, da gibt es definitiv Blumen. Die hätte ich vielleicht sogar gestern schon ernten können. Da war ich aber nicht. Ja, ich weiß, komm. Nee, ich weiß, du willst die nicht. Und die sind auf jeden Fall richtig, richtig teuer hier zu verkaufen, kann ich die. Die bringen sogar am meisten Geld von allen Blumen, glaube ich. Weil die gibt es halt nur im Herbst. War ich schon 17 von denen. Sehr gut. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Hier hinten ist nichts. Nicht mal ein Pilz oder so. Hier hätten wir zwei Pilze. Die nehmen wir mit. Und ich denke mal hier oben bei irgendein Fest haben wir, glaube ich, auch. Haben wir hier irgendein Fest im Herbst? Ich weiß es gar nicht. Mal schauen wir, was es hier oben Neues gibt. Also normalerweise müsste es hier Pilze geben. Dort rechts auf der Ecke müsste eigentlich einer sein. Wenn ich Glück habe, hier unten auch. Nee, diesmal nicht. Aber hier, ja, gibt es so eine komische Murchel. Nehme ich mit. Hinten komme ich aber immer noch nicht rein, ne? Abgeschlossen. Ah, Moment, hier wächst auch ein Pilz. Den nehme ich mit. Gut, also hier hinten versteckt ist ein Pilz. Habe ich mir gemerkt. Was habe ich mir gemerkt, dass es da einen Pilz gab? Das weiß ich beim nächsten Mal, wenn ich spiele, sowieso nicht. Hallöchen, wie geht's? Warum ich Mama auch gar nichts rechts machen kann, weiß ich nicht. Weiß nicht, warum du deiner Mama nicht alles recht machen kannst. Dum, dum, dum. Ja, der Händler, der braucht noch ein bisschen. Rezept hier hinten haben wir gefunden. Ich weiß nicht, ob es bei dem Erdgnomen auch irgendwann noch neue Rezepte gibt oder ob wir die alle haben. Ah, du hast unsere 20.000 gebracht, ne? Ja, sehr gut. Wie viel haben wir denn da jetzt? Ich muss mal trotzdem hier ins Buch gucken. Einrichtung bestellen, das ist irgendwas neu. Was ist denn da neu? Düngerstreuer, Düngerstreuer, Düngerstreuer 3. Installiert einen Düngerstreuer für das fantastische Feld in. Ah ja, okay, Geflügel ab 32 habe ich. Ich könnte mir einen Samenfertiger kaufen. Für 30.000, aber brauche ich den? Wie gesagt, ich würde auf den Vorratsraum hier. Düngerfertiger wäre natürlich auch geil. Wir brauchen definitiv ziemlich viel. Ich warte mal lieber noch ein bisschen. Abgeben kann ich sowieso nichts. Und warum habe ich die Blumen jetzt dort oben? So, die müssen nämlich dahin. Ja, 17 Stück habe ich da. Na, Entchen, bleib mal hier. Hast kein Ei für mich. Du hast aber ein befruchtetes Ei für mich, ne? Ja. Du hast aber ein befruchtetes Ei für mich. So, jetzt muss ich mal schauen. Mit dem Gießen müsste ich hier hinten weitermachen eigentlich. Nee, kann ich nicht. Brauche ich dann auch nicht. Gut. Okay, dann lassen wir das. Und schauen wir hier nochmal. Ob wir vielleicht hier noch ein Ei bekommen. Okay, dir geht's gut, das freut mich. Unserem Cheep-Cheep geht's auch gut. Okay, und dir geht's auch gut. Da kann ich nichts machen. Ich hatte dich, glaube ich, schon angehoben, ne? Ja, du hast auch noch ein befruchtetes Ei für mich. Das heißt, ich kann noch ein befruchtetes Ei reinpacken. Aber vielleicht hätte ich auch ein Entenei reinpacken sollen.
Was? Es passen keine weiteren Tiere mehr in den Geflügelstall. Alles klar. Das heißt, unser Geflügelstall ist voll. Wir haben alles das, was wir haben können. Okay, dann machen wir die zwei befruchteten Eier, wen sie noch mit da rein. Ich glaube, hier hat man. Hier haben wir sogar noch ein paar Fische drin gehabt. Und wo habe ich meine komischen Sachen hier? Die habe ich alle verkauft. Ich habe noch gar nicht gegraben. Okay. Ja, dann müssen wir noch eine Runde graben gehen auf jeden Fall. Ja, ein Düngerstreuer fürs Feld, ich weiß nicht. Dann kriegen wir auf jeden Fall bessere Früchte, die wir teurer kaufen können. Jetzt ist es aber schon 2:30. Ja, trotzdem mal schauen, ob es vielleicht jetzt neue Sachen gibt, die wir entdecken können. Wie gesagt, gießen kann ich gerade nicht. Ist alles auf jeden Fall ziemlich matschepampig noch da so. Unser Hundi ist auch weg. Ja, mal sehen, ob sich hier was getan hat. Da ist auf jeden Fall was, ja. Ja. Legen wir los, komm. Nein, noch nicht. Okay, weil ich möchte hier auf jeden Fall. Möchte auf jeden Fall erstmal da buddeln, wo ich überall was sehe. Das war definitiv ein Diamant hier. Den muss ich auf jeden Fall. Oder ein Edelstein, ja. Und hier ist irgendwas Goldenes. Ist das eine Münze? Ich möchte das alles rausholen hier, was ich hier optisch erstmal sehe. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, das müsste auf jeden Fall reichen. Ein goldenes Besteck nur. Was ist das hier hinten? Das müsste so eine komische Figur sein, oder? Ja. Das heißt, ist wahrscheinlich nichts dabei. Na komm, geh weg. Ich will nicht mit dir reden. Du rennst hier über meine Ausgrabung. Ich bin echt gespannt, ob die dann nächstes Jahr noch größer wird. Dass wir noch mehr ausgraben können. Also ein alles Pferdchen. Ein alles Pferdchen kann ich nur verkaufen. Da ist noch auf jeden Fall noch eine Münze und noch irgendwas anderes. Also du schubst mich hier echt weg. Du hast keinen Respekt vor mir. Noch so eine komische Figur. Oh, dann haben wir hier noch zwei Felder. Mal sehen, ob ich die noch ausgebuddelt kriege. Was haben wir hier? Oh, noch so ein Edelstein. Ja, die Edelsteine kann ich auf jeden Fall gut verkaufen. Das hier ist eine Münze. Das sehe ich. Komm, lauf weiter. Okay, die haben wir auch noch. Nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Mal schauen, ob wir hier noch was finden. Ich glaube, bis 17 Uhr. Bis 17 Uhr kann ich, glaube ich, graben. Wenn ja natürlich jetzt nichts ist, kann ich hier. Ah doch, da ist noch was. Also 17 Uhr ist noch nicht Schluss. Doch, ich glaube, der geht jetzt raus, ne? Weil das Fossil entdeckt. Ja. Okay, das war's für heute. Zeig mal, was du alles bekommen hast. Du kannst das zwar alles behalten, weil das alles nur Schund ist, was du da gefunden hast. Aber ich müsste es mir trotzdem mal anschauen. Es ist leider nichts Brauchbares dabei. Aber du kannst das alles behalten. Das wär's dann für heute. Verflucht sei dieser stümperhafte Trottel. Flora hat jemand Besseren verdient. Skandal! Dieser alte Narr sollte hochkant aus dem Tal geworfen werden. Seine altmodische Brille, seine gestelzte Sprache, sein arrogantes Auftreten, das widert mich alles an. Er sollte nicht einmal dieselbe Luft wie Flora atmen. Er eignet sich höchst als Versuchskaninchen für meine neuen elektromagnetische Mikrowellenkanone. Nun denn, ich sollte mich nun in mein Zelt zurückziehen. Oh, hallo Professor, gute Arbeit heute.
Flora? Ich merke just in diesem Moment, wie ausgehungert ich bin. Dürfte ich dich bitten, etwas zu kochen? Dieser Neandertaler hat Nerven, Flora zu bitten, für ihn zu kochen. Das geht zu weit. Ich will auch, dass sie für mich kocht. Klar, kann ich machen. Warum habe ich das Gefühl, dass uns jemand beobachtet? Ich bin entdeckt worden. Ich muss mich ins Labor zurückziehen. Schnell. Der mag Flora. Aua, oh, dieser Schmerz. Was um alles in der Welt hat dieser Mann vor sich hergeplappert? Keine Ahnung. Dann fokussieren wir uns auf das, was wir brauchen, ja? Angemessene Ernährungsgrundlage, wenn wir in den kommenden Tagen weiter kramen wollen. Okay, also Daryl mag auf jeden Fall Flora. Das habe ich jetzt mitbekommen. Das heißt, wenn wir mit ihm sprechen vielleicht, dass wir ihn belauscht haben, beziehungsweise dass wir das mitbekommen haben, müsste er ja, was habe ich denn eigentlich alles, so das Zeug, das packe ich alles weg. Ich werde nochmal schauen, ob ich meine Kuh nochmal melken kann. Ja. Sehr schön, das geht nochmal. Und dann kann ich euch eigentlich auch rein. Dann kann ich eigentlich auch reinsperren. So, die Tiere kommen rein. Dann kann ich das alles noch verkaufen. Gießen muss ich wahrscheinlich dann auch nochmal. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen Zeit habe ich noch. So, also. Die Milch kann ich, den Rest kann ich nicht. Aber ich kann das und das. Und die Pilze kommen dann bei mir in den Kühlschrank, alles klar. Ich glaube, bei unserem Pflänzchen habe ich heute schon gequatscht, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, Professor, ich wollte eigentlich mit dir sprechen mal. Hallo, egal was ich versuche gerade, es geht nicht. Ich rede nur mit mir selbst, nichts, worüber man sich Sorgen machen muss. Ich glaube, diese Forschung ist eine Sackgasse geraten. Wie schade. Okay. Vielleicht komme ich da rein, aber ich glaube, wenn er nicht da ist, komme ich auch nicht da rein, um irgendwie was zu entdecken. Flora heißt doch bestimmt Blume oder so, ne? Ja, scheint niemand zu Hause zu sein, heißt, ich komme nicht rein und er züchtet irgendwelche Pflanzen hier. Die Pflanzen kann ich halt auch nicht ernten oder so. Schade, schade, schade. Na, mein Gutster, alles klar. So, mal schauen, ob wir hier hinten noch gießen können. Vielleicht könnte ich dir auch. Ich habe ja eigentlich auch Haufen Dünger hier. Könnte dir eigentlich auch mal alle düngen hier komplett. Vor allen Dingen die hier so. Aber vielleicht brauche ich auch nur die Düngen, die vielleicht. Da ist auf jeden Fall noch was ich anbauen könnte, oder? Ne, da wächst eine Süßbeere. Okay, das Düngen kostet auf jeden Fall nicht viel Energie. Aber kostet Haufen Dünger. So viel habe ich da gar nicht mehr. Na gut, komm. Zweimal, den behalte ich mal. Den behalte ich mal gießen. Volt muss ich hier auf jeden Fall auch noch. Jetzt habe ich natürlich kein Wasser mehr. Und wahrscheinlich hier auch nochmal durchgießen, ne? Ja. Das da hinten habe ich, glaube ich, gegossen. Mal sehen, wie weit ich hier komme mit Gießen. Hab ja was zu.
Okay, kein Wasser mehr. Alles klar, ist aber kein Problem. Kann ich einfach hier weitermachen. Was natürlich übelst viel Energie war. So, vielleicht kriege ich aber die Felder hier fertig gegossen. Ohne dass ich dann umfalle. Oder kein Wasser. Vielleicht sollte ich auf jeden Fall mal was essen. Das hat auf jeden Fall was gebracht. Damit komme ich auf jeden Fall durch und bin fertig. Okay, sehr schön. Dann kann ich das nochmal düngen. Habe ich, wie gesagt, nur noch 2 Dünger bis jetzt. Da kann ich nichts, da kann ich nichts. Da kann ich. Also schön, wenn das gelb angezeigt wird, dass ich da immer mal. So, sind jetzt hier irgendwo hier draußen noch ein paar Eier oder so? So, ich habe ja noch ein bisschen Energie, das heißt. Komm, einmal kann ich noch, oder? Ja. So, dann war's das. Ich kann aber trotzdem nochmal schauen, ob ihr noch. Futter benötigt 1, 2, 3, 4, 5, ja. Da rein. Da rein. Ja gut, und jetzt kippe ich nämlich gleich um und muss ins Bett. Ist in Ordnung. Ich habe nur noch Pilze, alles klar. Bei meinen Hühnchen, die habe ich, glaube ich, alle hochgehoben da. Da gibt es auch keine Eier mehr. Bei den Enten bin ich mir nicht so sicher. Okay, geknuddelt habe ich sie auch alle. Gut, dann kann ich ins Bett gehen. Vielleicht kann ich mir sogar noch eine Pilzsuppe machen. Was hast du denn hier drin? Oh, eine blaue Trickblume von Lumina. Sehr schön. Ich könnte natürlich jetzt auch noch mal. Könnte jetzt noch mal schauen. Vielleicht kann ich mir noch so eine komische Suppe machen. Hier so eine Kräutersuppe. Da habe ich überhaupt keine Zutaten mehr dazu. Okay, eine Eiersuppe. Wie viele Eier habe ich noch? 6 Stück, ja komm, da kann ich mir auf jeden Fall 3 Stück machen. Na doch. Ich möchte 3-mal Eiersuppe machen, weil wenn ich wieder viel gießen muss, dann... So, also das einmal, das 3-mal, die unten, die Samen, muss ich noch pflanzen, Dünger, kann ich jetzt keinen mehr kaufen, deswegen werde ich jetzt ins Bett gehen und wenn ihr wollt, könnt ihr beim nächsten Mal wieder einschalten. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und sage bis zum nächsten Mal zu Story of Seasons, A Wonderful Life. Macht's gut, euer Basti, tschüssi.